Hallihallo, hier ist wieder mal die Heißluftfee. Und heute gibt es Brokkoliauflauf. Ganz einfach, ganz simpel, ohne dass man den Brokkoli vorher vorgaren muss. Ganz schnell gemacht. Einfach Brokkoliauflauf, ihr Lieben. So, was brauchen wir? Wir brauchen ein bisschen Butter oder wer auch mag, kann auch Kokosnussöl nehmen. Kokosöl und ich mache es gern mit Butter. Wasser 400 Milliliter, 400 Milliliter Milch. Mehl, das sind jetzt glaube ich 5 Esslöffel Mehl ungefähr. Daraus bereiten wir eine Mehlschwitze und mit dem Milch und Wasser löschen wir das. Wir nehmen ein bisschen Muskat dazu und Gemüsebrühe. Ich habe mir selbst eine Gemüsepaste gemacht. Mit unserem Thermomix-Verschnitt. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich auch so ein Aldi-Thermomix habe, so eine Ambiano. Und da mache ich meine Gemüsepaste immer gern selbst. Kommt da mit rein. Wir haben ein bisschen Gouda-Käse zum Rüberraspeln und auch mit in die Soße zu tun. Muskatnuss ist natürlich ganz wichtig als Geschmack daran. Wer mag, kann auch noch ein paar Nüsse drüber streuen. Walnüsse dazwischen. Ich habe jetzt hier 1 Kilo tiefgefroren noch. Ich lasse das hier schon mal so leicht antauen. Brokkoli. Und ich möchte es diesmal nicht vorher garen, sondern ich möchte ihn so reinstellen. Und zwar mache ich ihn jetzt rein und tau ihn so ein bisschen an und mache in der Zeit schon mal die Mehlschwitze. So. Brokkoli kommt rein. Und das ist ja eigentlich jetzt fast wie so ein Antauen. Ich denke mal 160 Grad. 3 Minuten müssten eigentlich reichen. Na? Und an. Dann nehme ich Butter in einen Topf und Mehl dazu, wenn die Butter geschmolzen ist, und mache daraus eine Mehlschwitze und lösche das Ganze mit Wasser. Gebe die Gemüsepaste zu, gebe auch die Milch dazu und lasse das so ein bisschen einkochen. Das sind jetzt so gute 3 Esslöffel Butter und dazu geben wir jetzt das Mehl. Löschen das Ganze jetzt mit Wasser. Und nun kommt auch noch ein bisschen Milch dazu. Zwei Teelöffel von der Gewürzpaste. Ihr könnt so Brühe nehmen, Gemüsebrühe, wenn ihr es nicht selbst gemacht habt. So. Und dann wird das gleich probiert. Vielleicht muss ja noch was nach. Auch ein bisschen Muskatnuss haben wir jetzt dran gemacht. Schöner wäre natürlich frisch gerieben. Habe ich leider gerade nicht da. Man kann auch zu dem Brokkoli schön Möhrchen machen, wer möchte. Aber ich habe momentan auf dem Markt nicht so schöne Möhrchen gesehen. Also belasse ich es dann lieber bei nur Brokkoli. Ganz einfach und flott. Natürlich könnt ihr auch anderes zumachen. Was euch Blumenkohl oder man kann das ja mischen. Das kocht hier gleich auf. Ich stelle es mal kleiner. Ich habe jetzt noch ein wenig Salz, eine Prise Paprika und so ein bisschen Gouda mit reingestreut schon. Und das schmeckt schon ganz lecker. Die dickt schön ein. Ist schön zäh. Schön zum Drübergießen. Gepiept hat es auch schon. Also gucken wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ist auch nicht mehr gefroren. Man sieht da ganz unten ein bisschen Wasser. Das hat schön gedünstet. Können wir das gleich drüber geben. Ich mache jetzt noch mal Walnüsse. Ein bisschen kleiner und streue die jetzt über den Brokkoli. Die zerkleinerten Walnüsse sind jetzt auf dem Brokkoli und nun kommt die Soße drüber. Sehr schön voll geworden. Und so schieben wir das jetzt rein. Und ja, ich denke mal 170 Grad für 10 Minuten.
Und dann machen wir den Käse drauf. Oder gleich? Eigentlich könnten wir ihn gleich drauf machen. Denn die Soße ist ja eigentlich schon warm. Nee, ich mache 5 Minuten 170 Grad und mache dann den Käse drauf. Fünf Minuten. Es hat gepiept und dann wollen wir doch mal schauen. Vorsichtig, es war ja sehr voll. Ui, das hat aber auch ein Gewicht. Super. Na, das sieht doch lecker aus. Ich mache jetzt eine Käsehaube drüber und hole euch dann gleich wieder dazu. So, und das schieben wir jetzt wieder rein. Ich habe das eben noch einmal ein bisschen durchgerührt. Das heißt, die unteren Brokkoli nach oben, die oberen nach unten, von links nach rechts, von rechts nach links. Ja, damit sich das so ein bisschen verteilt und vielleicht auch, wenn die Wärme da sich so ein bisschen abwechselt in dem Topf, dass das mal so eine andere Lage kriegt. Auch, dass der Brokkoli, der oben lag, vielleicht jetzt nicht noch weiter oben liegt und oben ein bisschen rausguckt und die trockene Wärme abbekommt. Deshalb finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass so viel Soße dabei ist, dass das nicht so trocken werden kann. Denn ich habe den Brokkoli ja jetzt nicht vorgegart. Gut, wir machen das jetzt rein und ich nehme nochmal 170 Grad, nochmal 5 Minuten und dann schauen wir mal, ob es noch ein wenig braucht. Zack. 170 und 5 und an. Meine liebe Wilma, du hast mir so lieb geschrieben, dass dir die Rezepte gefallen, dass du das gerne nachkochst, dass du immer meine Finger siehst mit dem Nagellack drauf, aber mein Gesicht nie. Also ich denke, ich war schon mal so von hinten, meine Haare manchmal so ungewollt mit aufs Video geraten. Es hat natürlich einen Grund, dass ich mich nicht im Ganzen zeige. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie verunstaltet bin oder außer Form geraten oder zu klein, zu groß, zu große Nase oder sonst irgendwas, sondern ich mache das einfach zum Eigenschutz. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass meine Kinder darauf angesprochen werden, ob in der Schule oder irgendwo anders. Deine Mama ist auf YouTube und die habe ich da schon gesehen und ich werde mich sicherlich irgendwann mal zeigen. Vielleicht, wenn die Gröbsten aus dem Haus sind oder so oder einfach mal so. Ich hader da noch so ein bisschen mit mir. So ist es halt nur eine Stimme, sind es nur ein paar Nagellacke und jemand, der meine Küche kennt, wird es wahrscheinlich eh ahnen. Ein paar wissen es auch, aber das muss nicht sein. Ich mache das für mich, ich mache das für euch. Ich teile gerne meine Erfahrungen. Als die Princess kam, wusste ich selber nicht, wie ich da am besten mit umgehen sollte und habe mich so ein bisschen ausprobiert und daraus wuchs einfach die Idee, ein paar Rezepte mal vor laufender Videokamera aus dem Handy zu machen und das reinzusetzen und mal gucken, wie es angenommen wird, dass das solche Ausmaße nimmt, dass euch die gefallen, dass den Quatsch, den ich hier erzähle, dass das ankommt und dass ihr das gerne nachkocht, finde ich ganz, 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 ganz toll. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Das hätte ich nie gedacht. Und ich muss auch echt überlegen mittlerweile, weil mir auch hin und wieder die Ideen ausgehen. Also verzweifelt nicht, ich mache immer wieder mal ein Video. Ich muss bloß nach neuen guten Ideen suchen. Okay, ihr Lieben, liebe Wilma, ich finde es trotzdem ganz, ganz toll, dass sich das interessiert. Und sicherlich gibt es irgendwann mal auch mehr. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen spannend. Vielleicht sieht man mal wieder was. Meine Haare sind ja mittlerweile andersfarbig, als wie ich, als ich angefangen hatte, auch wieder ein bisschen länger und. Vielleicht ist der Hinterkopf irgendwann mal wieder dabei oder so. Okay, ihr Lieben, viel gequasselt. Und wir warten jetzt die 5 Minuten. Ah, es geht schon runter auf 4, es hat schon gepiept. Und dann gucken wir mal, ob wir das noch verlängern müssen. Ganz, ganz liebe Grüße an euch alle. An meine Dagmar, an meine Heike, an Sabine, an. Ich habe die Namen gerade nicht alle im Kopf. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig schaut. An die Gisela. Ja, ihr Lieben. Viel, viel Spaß beim Nachmachen. Aber jetzt gucken wir das jetzt hier erstmal noch. Ihr Lieben, ich habe eben reingeguckt. Es konnte noch ein bisschen länger. Und habe das jetzt einfach noch mal 3 Minuten erhöht auf 180 Grad. Der Käse war geschmolzen, er war aber noch nicht braun. Und 3 Minuten habe ich es jetzt verlängert. Die sind jetzt auch gleich um.
bei 180 Grad und nochmal schön Hitze von oben zu geben. Ich möchte trotzdem nochmal ein paar meiner ganz, ganz lieben Menschen erwähnen, die immer so ganz fleißig unter meinen Rezepten, unter meinen Videos posten und kommentieren. Liebe Renate, das ist so toll, dass du so oft bei mir drunter schreibst. Britta, Frankie, The Viva, auch die Wilma und Michelle, Rita, supergeil ist auch der Name, Rosa Schlüpfer, die Sonnenblume und die Türke Angelika, Ines, Rosamunde, Susanne, Orsidee, Franco, Elke, Claudia, Jürgen, Udo, Yolanda, Obsession 252, Christina, Gerhard und Isa, ihr seid so spitze. Ich freue mich so, dass ihr immer mal einen netten Kommentar drunter schreibt und auch mal kritisch seid und liebe Worte da lasst. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr bleibt fleißig dabei, wenn ich mich wieder total verrückt ausprobiere hier und auch mal nicht immer ganz so gerade rede. So, es hat gepiept und jetzt ist auch gut. Ich drücke euch ganz lieb. Ihr wisst nicht, wie ich aussehe. Ich weiß nicht, wie ihr ausseht. Also sind wir doch quitt irgendwo. Wir gucken uns jetzt mal den Brokkoli-Auflauf an. Wie gesagt, ich hatte nach den 5 Minuten 170 Grad nochmal kurz verlängert. Und das sieht jetzt schon besser aus, weil es war mir einfach noch zu weiß. Aber das hat doch schon schöne Farbe. Ich werde mir jetzt mal einen so einen Brokkoli rausfischen und mal probieren. So. Also beim Reinpieken merkt man schon, er ist gut durch. Der sieht auch soweit ganz gut aus. Bisschen pusten. Sehr lecker. Ihr Lieben, ihr könnt Blumenkohl zumachen, Möhrchen zumachen. Ihr könnt auch mit Kohlrabi stücken, vielleicht Kartoffeln gleich mit rein. Probiert euch aus. Das ist jetzt ohne Vorgarn. Einfach rein. Fühlt euch lieb gedrückt. Viel Spaß beim Nachmachen. Eure Heißluftfee. Das war wieder heute mal lecker, lecker, lecker.